Dieser Vogel ist Anlass für einen Krieg. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und was macht eigentlich diesen Vogel so schlimm, dass er Anlass für einen Krieg ist? Und wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Dieser Vogel ist ein Kormoran und Kormorane gibt es überall, außer in der Antarktis. Der Kormoran ernährt sich von Fischen und genau das ist das Problem. Denn auch der Mensch mag Fische. Und wenn es nur ein paar wenige Kormorane gäbe, dann wäre ja gar kein Problem, weil ein paar wenige Kormorane essen nur wenige Fische. Allerdings nisten die Kormorane in Kolonien und sie tauchen in großen Schwärmen auf. Und viele Kormorane essen viele Fische. Und wenn ein großer Kormoranschwarm sich bei einem Gewässer niederlässt, dann kann das schon mal dazu führen, dass dieser Schwarm mehrere Tonnen Fisch isst. Und diese Tonnen Fisch kann dann der Mensch nicht mehr essen oder fangen. Und aus diesem Grund gibt es Krieg zwischen den Kormoranen und Naturschützern auf der einen Seite und der Fischindustrie und Anglern auf der anderen Seite. Die Angler- und Fischindustrie sagt halt, die Kormorane haben keine natürlichen Feinde mehr in Europa und breiten sich deswegen unkontrolliert aus. Deswegen muss man ihren Bestand beschränken. Und dieses erzielt man durch Abschuss. So werden in Europa mehrere Kormorane abgeschossen. Allerdings würde ein Stehlen der Eier auch den Bestand der Kormorane senken. Und das wäre vielleicht die bessere Alternative, als sie abzuschießen. Umweltverbände wie zum Beispiel der NABU, Naturschutzbund Deutschland, sagt, so schlimm ist der Kormoran gar nicht. Und aus diesem Grund, um ein Zeichen zu setzen, haben sie ihn 2010 zum Vogel des Jahres gewählt. Und meine persönliche Meinung ist, glaube ich eher der Fischindustrie und den Anglerverbänden, die ja ein persönliches Interesse haben, möglichst viele Fische zu fangen, oder glaube ich eher Umweltschützern, wie gefährlich denn wirklich der Kormoran ist. Ich bin mir sicher, wenn Umweltverbände der Meinung wären, Kormorane könnten die Fischbestände in Europa bedrohen, dann wären sie auch für einen Abschuss oder zu einer Kontrollierung der Bestände in Europa. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es eher der Mensch ist, der Fischbestände gefährdet, als andere Tiere. Und so stehe ich persönlich mehr auf der Seite der Umweltschützer und Kormorane als auf der Seite der Fischindustrie und Angler. Übrigens, andere Länder, andere Sitten. Denn in anderen Ländern arbeitet der Kormoran mit der Fischindustrie zusammen. In China halten sich Fischer den Kormoran als Arbeitstier. Während des Fischens bekommt der Kormoran einen Ring um den Hals, sodass er große Fische nicht herunterschlucken kann. Er kommt dann mit den großen Fischen wieder an die Wasseroberfläche und da bekommt er den Fisch abgenommen. Da der Kormoran noch nicht seinen Hunger gestillt hat, fängt er weiter Fische. Und dieses macht er so lange, bis er den Ring entfernt bekommt und dann selber für sich Fische fangen kann und seinen Hunger stillen kann. Und das zeigt, man kann auch mit einem Kormoran zusammenarbeiten und muss ihn nicht abschießen. Auch nicht, wenn man Fischer ist. Aber ich vermute, dass diese Methode für die europäischen Fischer zu ineffizient ist. Denn sonst würden sie es ja machen. Das bedeutet also, der Kormoran ist ineffizienter als die europäische Fischindustrie. Das heißt, die europäische Fischindustrie kann mehr Fische fangen als der Kormoran. Jetzt frage ich mich, wer ist dann eine Bedrohung für die europäischen Fische? Übrigens kann der Kormoran nur 15 bis 16 Sekunden lang tauchen. Ein durchtrainierter Mensch kann länger tauchen. Allerdings kommt der Kormoran bis zu 16 Meter tief. Und es gibt verschiedene Arten von Kormoranen und einige sind tatsächlich von Aussterben bedroht. So, und das war jetzt mein Beitrag über den Kormoran. Wenn es dir gefallen hat, lass doch mal positives Feedback da. Mich würde auch interessieren, wie ist deine Meinung? Soll der Kormoran abgeschossen werden oder nicht? Dazu mache ich vielleicht hier jetzt irgendwo eine Umfrage. Wäre schön, wenn du dich beteiligen würdest. Du kannst auch unten in die Kommentare schreiben, was deine Meinung dazu ist. Und jetzt wünsche ich dir und den Kormoran Gottes Segen. Übrigens, wenn dir dieses Video jetzt hier gefallen hat, dann findest du hier jetzt vielleicht irgendwo eine Liste mit weiteren Tiervideos. Wenn du mehr dieser Tiervideos in diesem Kanal sehen willst, dann schreib doch auch unten in die Kommentare mehr Tiervideos und dann weiß ich Bescheid. Oder schreib es am besten unter dem Video von der Playliste. Noch weitere Links über den Kormoran findest du unten in der Beschreibung.